So, Leute. Ja, und herzlich willkommen wieder zurück zu Assassin's Creed 2 und euer Gigo. Ah, fuck. Also, Giga Tobi ist wieder am Start hier. Jetzt müssen wir die Sequenz machen, wie man in den Wald ruft. Mario und seinen Männern bei Attentat auf Veri de Pazzi helfen. Und das werden wir jetzt auch machen. Nehmen wir mal los. Da ist jetzt irgendwie so ein Wache. Ezio, euer Onkel wird angegriffen und braucht Hilfe. Geht zu ihm. Okay, das werden wir machen. ich wollte auf jeden Fall irgendwie so einen Flyer noch loswerden. Oh, da ist ein Wache von uns. So. Zack. Und schon ist unsere Bekanntheit wieder nach unten gegangen. Wow, hier geht es ordentlich ab, finde ich. Oh. Neffe, da bist du ja. Mein Plan stößt auf Schwierigkeiten. Vieris Männer haben uns einen Hinterhalt gelegt und wir haben Alter. Alle Hände voll. Aber Okay. meine Brüder und ich kümmern uns schon um die Wachen. Geh du weiter und finde diese Schlange Vieri. Sieh zu, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Alles klar, Onkel. Ich werde noch mal kurz den Wachen hier noch erledigen. Irgendwie in der Luft. Okay. Ich finde immer solche von den Spielen immer echt geil. Ein bisschen plündern. Okay. Dann gehen wir mal da lang. Ich will mal diesen Veri de Pazzi mal erledigen jetzt. Unser nächster Templer-Ziel, den wir erledigen müssen, gegen die Verschwörung unserer Familie. Ja, das ist schon voll derbe, das Wasser. Vorab geht da. Ich will können nirgendwo greifen, okay. Medizin nehmen, ne? Das ist wieder so ein Flyer. Weg damit. So, schon besser. Wo müssen wir hin? Oh, da ist wieder eine Truhe. Davon können wir nicht genug haben, ne? Oh, okay. Ihr siegt. Ich bin Da. jetzt schon weg. Den müssen wir erledigen. Denn 75%, das ist nicht schlecht. Inkognito, okay. Jetzt müssen wir hier irgendwie oben hin. Okay. Der leuchtet ja. Da ist irgendwie so ein Unbekannter noch. Also beschlossen. Vieri, ihr bleibt hier, um die Söldner zu führen. Francesco organisiert unsere Truppen in der Stadt und sagt Bescheid, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Jacopo, eure Aufgabe ist es, die Bürger nach der Tat zu beruhigen. Und dieser Trinker Mario. Er macht ständig Ärger und ich befürchte, dass er herausfinden könnte, was wir planen. Er hat immer Ärger gemacht. Genau wie sein elender Bastard von Bruder. Dann lasst sie mich zusammenführen, Vater. Es wird noch Zeit genug geben, den Müll zu beseitigen, wenn wir fertig sind. Nun, gibt es sonst noch was? Muy bien. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Kommandante! Kommandante! Was? Mario Auditore ist in die Stadt eingedrungen und er sucht nach euch. Dann lassen wir ihn nicht warten. Ja, jetzt bist du dran, mein Freund. Okay, die Stadt geht hier weiter. Dann knüpfen wir uns mal diesen Veri de Pazzi vor. Ha! Oh, was für ein Kampf hier. Nix da. Ja, jetzt haben wir wieder gesucht, aber egal. Das müssen wir uns jetzt in Kauf nehmen. Ha, spür das. Lass Mario in Ruhe. Yeah. Ja, du hast keine Chance. Ja,
Damit kommst du nicht davon. Okay, wo steckt hier der alte gute Depazzi? Veri Depazzi. Gehen wir mal hier hoch. Schauen wir mal, wo der sich versteckt. Was sich aufhält. Ah, hier da oben. Da ist er ja. Versteckte Klinge. Fürchte nicht, Ezio. Dein Tod wird schnell kommen. Ah, Mann. Falscher. Na ja, egal. So, Attentat. Geil. Ergreif den Bastard. Ja. Davon hast du es. Du warst so nachsichtig. Was planst du mit deinen Verbündeten? Ist es das, was mein Vater entdeckte? Wurde er deshalb getötet? Entschuldige. Hoffst du etwa auf ein Geständnis? Du Drecksschwein! Du sollst in der verdammten Gosse verrotten, du Hund! Wenn du nur noch mehr gelitten hättest! Ich hoffe, du... Genug, Ezio. Ein wenig Respekt. Respekt? Nach allem, was passierte? Glaubt ihr, er hätte einem von uns Respekt entgegengebracht? Du bist nicht Vieri. Werde auch nicht so. Möge der Tod dir den gewünschten Frieden bringen. Requiescat in pace. Nimm dies. Lies es, wenn du Zeit hast. Wir sind hier jetzt fertig. Kehren wir zur Villa zurück. Boah. Okay, das hätten wir jetzt geschafft. Messergürtel erhalten. Cool. Codex-Seite erhalten. Ja, was wir auf jeden Fall brauchen. Und Brief an Francesco Depazzi, also der Vater. Wir sind ein Assassine. Yeah. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ach ja, wir müssen erstmal klar zum Mediziner und erstmal wieder Medizin kaufen. Wir haben uns wieder geheilt. Dankeschön. Gucken wir mal weiter, was hier so gibt's. Brustschutz. Ihr werdet sehr zufrieden sein, ich weiß es. Ja, jetzt haben wir hier Brustschutz. Das halten wir natürlich noch mehr aus, haben wir auch noch mehr Leben erhalten. Ja, gucken wir mal, was wir hier jetzt noch so in Erfahrung bringen werden. Oh, cool. Und hier ist er. Nostro Campione Ezio. Es lebe Ezio! Ihr verschwendet keine Zeit mit dem Beginn der Feierlichkeiten. Warum denn auch? Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Durch Vieris Tod wird die Toskana endlich wieder friedlich sein. Weißt du, was das bedeutet? Nie mehr Arbeit. Wir können den ganzen Tag mit Saufen verbringen. Und mit Huren. Was denn? Stimmt doch. Komm, Ezio. Geh mit mir. Ja, Onkel? Eine Planänderung. Mehr über die Villa erfahren und die dort versteckten Codex-Seiten finden. Die Pazzi unterstehen einem anderen, einem Spanier. Das ist Rodrigo Borgia, einer der mächtigsten Männer Europas und Großmeister des Templerordens. Also ist er verantwortlich für den Tod meines Vaters und meiner Brüder. Ja, und er wird auch dich töten, wenn er kann. Dann muss ich gegen ihn kämpfen, wenn ich frei sein will. Doch erst wenn jeder andere Templer meine Klinge gekostet hat. Vaters Liste wird mich führen. Wohin gehst du als nächstes? Florenz. Francesco Depazzi wird das Schicksal seines Sohnes teilen. Ein kluger nächster Schritt. Kein Zweifel, dass er Böses im Schilde führt. Gut. Genug der ernsten Gespräche. Ich bin in meinem Büro, wenn du mich brauchst.
Ich sollte den Brief lesen, den mein Onkel mir gab. Okay. Signor Pazzi, ich tat, wie mir geheißen, und sprach mit eurem Sohn. Ich stimme mit eurer Beurteilung überein, allerdings nur zum Teil. Ja, Vieri ist dreist und handelt oft gedankenlos. Und er hat die Angewohnheit, die Söldner wie Spielzeug zu behandeln. Ich habe Berichte von mindestens 3 Leuten, die als Ergebnis verstümmelt wurden. Aber ich halte ihn nicht, wie ihr sagt, für hoffnungslos. Eigentlich denke ich, dass es sogar eine sehr einfache Lösung gibt. Er sucht eure Anerkennung, eure Aufmerksamkeit. Seine Ausbrüche sind ein Resultat der Unsicherheit, die aus einem Gefühl der Unzulänglichkeit entsteht. Er spricht oft und liebevoll von euch und drückt den Wunsch aus, euch näher zu sein. Wenn er sich also laut, garstig und wütend gibt, tut er das nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Er will geliebt werden. Handelt, wie ihr es nach diesem Bericht für richtig haltet. Aber ich muss euch auch darum bitten, dass wir unsere Korrespondenz beenden. Sollte er den Grund dafür erfahren, muss ich um mich fürchten. Vertrauliche Grüße, Fra Giocondo. Ah, okay. Dann wissen wir ja nun Bescheid. Sprechen wir mal wieder mit unserem Onkel. Sieht bekannt aus? Weitere Kodexseiten. Ja. Dein Vater konnte einige finden und übersetzen, bevor er... Hier. Das ist nicht die Arbeit deines Vaters. Jemand anderes hat das übersetzt. Leonardo da Vinci, ein Freund. Siehst du, wie die Wörter von einer Seite auf die nächste kreuzen? Da ist irgendetwas drunter. Irgendeine Art Karte. Wohin soll die wohl führen? Dein Vater und ich... konnten Teile einer Prophezeiung auf diesen Seiten entschlüsseln. Geschrieben wurde sie von einem Assassinen wie uns, der einst einen Edensplitter besaß. Sein Name war Altair. Er sprach von etwas Mächtigem und Uraltem, das unter dem Land versteckt ist. Was ist das? Ja, was? Genau um dieses Geheimnis zu lösen, haben wir diese Seiten gesammelt. Dann lasst mich helfen. Ich sollte die Arbeit meines Vaters fortführen. Und zwar jetzt. Ich beginne mit der Seite, die ich von Vieri habe. Leonardo wird sie entschlüsseln. Bene, komm wieder, wenn du Zeit hast, und wir fügen sie zur Wand hinzu. Okay. Ja, wir müssen auch nebenbei auch noch die Codex-Seiten finden. Achso, ja, klar. Oh nein, mit Hilfe der Karte könnt ihr die Ziele und die Mission finden in den Kartenordner des Animus. Ah. Müssen wir jetzt zum Aussichtspunkt der Villa wieder nochmal erreichen. Habe ich eigentlich schon getan. Aber können wir ja nochmal gerne machen. Wenn es uns so vorgibt, ne? So. Ab nach oben. Ezio. Integrieren. Jetzt haben wir das gleiche. Oh. Da haben wir eine Codex-Seite. Wir müssen vier Stück finden. Eine befindet sich da unten. Ah, da sind solche geheimnisvollen Truhen drin. Eine haben wir schon mal bekommen. Ah, ja. Da haben wir auch noch eine Codex-Seite. Gehen wir da mal hin. Da. Da ist die nächste Seite. Ah, gucken wir mal rein da.
die nächste erhalten. Gut, dann markieren wir gleich mal zum nächsten Punkt hier auf unserer Karte. Da. Ja, mal gucken, was die Codex Seiten uns dann noch viel mehr offenbart. Wir brauchen die auf jeden Fall, um unsere Tafel da voll zu kriegen. Da werden wir auf jeden Fall auch noch einmal so ein Geheimnis erfahren in dem Spiel. Ja. Ist eigentlich gar nicht so schlecht gemacht, finde ich. Das ist eigentlich schon sehr nice. Da. Da nicht, okay. So. Schon besser, ne? Da sind zwei Truhen da oben. Cool. Wenn man da noch hochkommt, wird man bestimmt auch noch irgendwie sehen können. Ach, da ist da noch eine Codex-Seite versteckt. Ja. So, öffnen wir mal die nächste Truhe. So. Die letzte Seite befindet sich hier. Gehen wir mal hin, ne? Ist auch noch so außerhalb hier. Nehmen wir ein kleines Pferd, ne? Komm her, Hüb, Bader Hüb. Galopp gehen wir über die Steppe von Toscani. Hier, schön abgelegen. Hier befindet sich jetzt auch irgendwo in die Seite. Da. Yay! Achso, da kriegen wir auch noch Gesundheitserhöhung, wenn wir sowas auch noch machen. Also finden und alles. Na gut, jetzt müssen wir wieder zurück. Wieder unsere Auditore-Villa. Claudia hat einen Besuch abstarten. Da will ja unsere süße Schwester irgendwas von uns. Achso, in der Stadt können wir wohl noch nicht mit Reittier rein. Okay. Naja, so schlimm ist das denn ja auch nicht, denn... Da rennen wir geschwind dahin. Claudia, da bist du ja. Was machst du hier? Was macht die Claudia hier? Was hat sie vor? Hallo, Claudia. Unser Onkel ist ein Monster. Das ist unerhört. Was ist geschehen? Er lässt mich arbeiten. Wenn Vater hier wäre, müsste ich sicher nicht hinter einem Schreibtisch sitzen. Und wie lauten die Bedingungen dieser Versklavung? Da jemand entschieden hat, hier zu bleiben, hat Onkel Mario vorgeschlagen, dass wir Geld verdienen, um die Villa zu reparieren. Aber es gibt kein Geld. Ich wette, dass ich dir Geld bringen kann. Oh, klasse. Mehr Arbeit für mich. Nun gut. Wenn du anfängst, für Verbesserungen in der Stadt zu zahlen, werde ich alles in diesem Buch festhalten. Und da ich nichts Besseres zu tun habe, notiere ich auch alles, was du von anderswo mitbringst. Wenn du es schaffst, diesen Ort ans Laufen zu bringen, werden Reisende zu Besuch kommen und Geld ausgeben, obwohl viele den Weg aus der Stadt scheuen werden. Aber wenn sie kommen, sammle ich alles verdiente Geld in dieser Kiste. Du wirst selbst herkommen müssen, um das Geld zur Bank zu bringen. Wenn die Kiste voll ist, nehme ich mir sonst selbst den Überschuss. Yo. Capito? Abgemacht. Heftig. Okay, hier haben wir jetzt einen Überblick.
können wir jetzt sehen, was wir hier alles so kriegen würden. Geschäfte, also von Arzt und so, das können wir alles noch weiterentwickeln. Die anderen können wir ja, sorry, boah, können wir hier auch noch verbessern und alles. Naja, werden wir mal schauen. Jetzt sollen wir hier bestimmt die Stadt verändern können oder verbessern können. So. Buongiorno. Stimmt etwas nicht? Sir Mario heuerte mich an, um mich um alles zu kümmern. Aber ich bin Architekt und kein Zauberer. Ohne Geld kann ich keines dieser Gebäude reparieren. Und wenn euch jemand Geld brächte? Dann wären wir im Geschäft. Ihr seid sicher Sir Ezio. Hab ich recht? Onkel, das ist mal ein cleveres Bürschchen. Er ist sehr aufmerksam, wenn er Geld riecht. Wenn ihr diese Stadt aufbauen wollt, brauche ich es. Ich habe hier eine Preisliste für neue Läden und Renovierungen. Bringt mir Gold, trefft eine Wahl und ich fange sofort an. Wenn ich einen Laden baue, könnt ihr als Besitzer die Ware dort zu niedrigen Preisen erwerben. Investiert ihr mehr Geld in den Laden, wird der Rabatt größer. Die Renovierungen, nun, sie bringen das Leben zurück in die Stadt und in die Villa. Und wie Sir Mario mir erzählte, war das eurem Ur-Urgroßvater sehr wichtig. Außerdem führen neue Läden und Renovierungen dazu, dass mehr Menschen zu Besuch kommen, wodurch euer Einkommen steigt. Wollen wir uns das einmal ansehen? Können wir machen. Ja. Kunsthändler. Rabatt, denn die Bank. Die Renovierung der Bank steigert den Wert der Stadt enorm. Den Schmied. Ah. Aber wir können uns ja erstmal schon mal den Schneider erlauben, dass er renoviert wird da. Ja, dann kriegen wir irgendwann da, dadurch immer Rabatt und alles. Das ist eigentlich Buon ganz cool gemacht. Ja, 500 plus. Für die Stadt. Mithilfe des Architekten können sie die Gebäude in Monteregino renoviert werden. Dadurch steigert die Einnahmen der Villa. Und natürlich auch unsere Kohle, ne? Yeah, wir sind geldgeil, wir brauchen Geld. Mit Mario im Büro sprechen, na, guck mal, was da wieder los ist. Ezio, mein Junge, ich glaube, ich sollte dir endlich etwas zeigen. Oh. Tja. Viel mehr und da, also viel mehr dazu. So, das werden wir auf jeden Fall noch raus, was Mario also uns jetzt hier wieder was zeigen will. Hat immer wieder neue Überraschungen für uns und ja, mal gucken, was da unten sich denn verbirgen, was da unten sich verbirgt auf jeden Fall. Und ja, ich danke mal fürs Zuschauen, bewertet dementsprechend, wie es euch gefallen hat, kommentiert und ja, es wäre echt cool, wenn ihr aktiv seid als Community und ihr seid echt die Besten. Ich danke nochmal dafür, für jeden Abonnenten, für jeden Zuschauer, es ist echt nice, dass ihr zuschaut, dass ihr Spaß dran habt mit meinen Let's Plays oder mit meinen Videos. Das muss ich mal immer so gesagt haben, ist halt so. Und naja, auf jeden Fall danke und bis zum nächsten Mal, euer Gigo aka Gintobi. Ciao.